Gott macht ganz einen Haufen für die Nachhaltigkeit. Das ist vor allem so, weil wir eine Genossenschaft sind und bei uns der Profit nicht das oberste Ziel ist. Wir möchten Produkte beschaffen und Produkte verkaufen, die gut sind. Und die gut sind für die Menschen, für die Tiere und für die Natur. Und unser Engagement, das teilen wir in drei Säulen der Nachhaltigkeit ein. Die erste Säule, das sind unsere Produkte. Das ist das, was uns ausmacht, dass wir Produkte verkaufen. Und wir möchten, dass alle, die bei uns einkaufen, sicher sind, dass sie nur Produkte kaufen, die sie mit gutem Gewissen auch kaufen und konsumieren können. Für das machen wir viele Produkte, zum Beispiel mit dem Fonds für Nachhaltigkeit. Wir haben Richtlinien zur Beschaffung. Wir schulen die Leute. Wir arbeiten auch mit wichtigen Partnern zusammen. Das gibt sehr viel Arbeit, das sieht man in der Regel im Laden nicht. Was man sieht, das sind unsere besonders guten Produkte. In einer richtigen Nachhaltigkeitsmehrleistung. Wie zum Beispiel Naturaplan. Dort bieten wir das grösste Biosortiment mit den schärfsten Anforderungen an, wo jeder kann sicher sein, dass er etwas wahnsinnig Gutes kriegt. Und das nützt auch den Bauern, weil sie können mit Bio und unserem Naturaplan eine Zukunft haben. Die zweite Säule für Nachhaltigkeit ist Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Das ist das, was wir ganz direkt beeinflussen können. Wir möchten bis 2023 CO2-neutral sein und haben schon ganz viel gemacht auf dem Weg. Unsere Lastwagen fahren schon ein Drittel mit Biodiesel und das aus Abfällen. Und unsere Verkaufsstellen, die neu sind, die produzieren fast kein CO2, dafür einen rechten Teil von ihrem Strom direkt auf dem Dach mit Solarzellen. Die dritte Säule der Nachhaltigkeit sind unsere Mitarbeitenden. GOB ist eine wichtige Arbeitgeberin und bildet jedes Jahr über 3'000 Lernende aus. Wir übernehmen Verantwortung für alle unsere 85'000 Mitarbeitenden. Auch das ist Nachhaltigkeit bei GOB. Und wenn Sie wissen wollen, was wir sonst noch alles so machen, gehen Sie doch auf www.taten-statt-worte.ch.